Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Video. Das ist, sage ich mal, eine Special-Ausgabe sozusagen, weil normalerweise während der Woche ja keine Videos online kommen. Aber das Topaz Photo AI Update möchte ich euch auf jeden Fall mal zeigen, weil das ist wirklich, sage ich mal, fast ein Meilenstein. Deswegen gehen wir mal runter auf den Desktop und ich zeige es euch mal. Ja, ich habe hier ein Bild vorbereitet. Wir haben hier 5000 ISO. Ist mit der Canon R5 geschossen und dem 100 bis 500. Und ich würde sagen, wir fangen dann jetzt gleich direkt mal an. Ich zoome mal erstmal hier rein. Ihr seht hier ein humanes Rauschen. Also nicht ganz so stark. Aber ich würde sagen, wir schicken das jetzt direkt mal nach Photo AI. So, als allererstes, was ich euch empfehlen würde, ist, ihr macht direkt mal den Autopilot aus. Habe ich auch schon disabled hier. Weil den wollen wir jetzt gar nicht. Wir gehen erstmal zu einem Bildausschnitt. So, es hat sich jetzt vom Bildaufbau ein bisschen was geändert. Also wie gesagt, erstmal den Autopilot, den würde ich ausmachen. Er erkennt jetzt, dass das hier halt eine RAW-Datei ist. Macht hier auch schon was. Aber das wollen wir jetzt alles gar nicht. So, und zwar die neue Photo AI-Version basiert jetzt auf Layern, also sprich wie in Photoshop. Ja, ihr könnt hier halt jetzt alles separat managen. Ja, wir haben hier halt Remove Noise, Sharpen, dann hier halt Dinge entfernen und so weiter und so fort. Wir wollen jetzt hier Remove Noise machen. Wir sagen hier erstmal, dass wir das ganz gerne auf Normal hätten. Was er gar nicht. Aha, jetzt macht das. So, gehen jetzt hier auf Selection. Und jetzt haben wir hier halt die Möglichkeit, verschiedene Sachen zu markieren. Zum Beispiel den Hintergrund, Porträt, Landschaft, Sky, also den Himmel. Ja. Ich würde jetzt hier halt sagen, den Background. Gucken, ob der das vernünftig erkennt. Sieht schon ziemlich gut aus. Und da möchte ich jetzt halt das Rauschen entfernen. So, dann gehen wir auf Normal. Hat er jetzt gemacht und hier seht ihr halt die Stärke von dem Rauschreduzierung. Ja, und wir können hier halt noch die Details zurückholen und so weiter und so fort. Ja, also ihr seht hier vorher. Nachher, ja, und das bezieht sich jetzt hier halt nur auf den Hintergrund. So, dann würde ich dann machen. Und jetzt habe ich halt die Möglichkeit, trotzdem nochmal Remove Noise machen. Und zwar möchte ich das dann jetzt gleich auf die Meise anwenden. Sage ich hier Suspect. Oder Subjekt, nicht Suspect. So, erkennt er auch relativ gut. Dann würde ich sagen, hier möchte ich aber die Stärke viel niedriger haben, weil ich halt mehr Details sehen möchte. Ja, weil da ist nicht so viel drin. So, und mach dann. Und so kann ich jetzt halt hier wirklich haarklein den Hintergrund, das Objekt, alles schön separat bearbeiten. Ja, ihr seht hier, wir haben hier zwei Layers. Jetzt kann ich hier zum Beispiel noch einen Sharpen Layer machen. Das lassen wir ruhig auf Standard. Dann halt das Subjekt. Das ist richtig. Schauen wir mal. Ja, das ist mir eigentlich viel zu viel. Da würde ich mal sagen, gehen wir so um die 30 runter. Schauen, was er draus macht. Ja, vorher, nachher. Und ich sage dann. Und so haben wir jetzt wirklich
ein schönes Bild mit den bestmöglichen Details rausgeholt, das Rauschen eliminiert. Ja, und das ist wirklich eine super Neuerung. Also die feiere ich wirklich. Ja, und ich speichere das jetzt halt wieder zu Lightroom und kann dann da halt natürlich meine ganzen Bearbeitungen weiter fortführen. Ja, wir schauen uns jetzt hier das Bild nochmal an. Ja, und das sieht doch wirklich wesentlich besser aus, als wenn jetzt zum Beispiel DxO oder von Luminadeo und was es da alles für ganzen Programme gibt, das immer nur global bearbeitet. Also sprich das ganze Bild, anstatt nur die bestimmte Teile von dem Bild. Ja, wir gehen mal wieder nach oben. Ich wollte euch das halt nur mal kurz zeigen, weil ich finde dieses Update wirklich sehr gut. Also wenn ihr das Programm habt, ja, schaut euch das Update mal an. Ansonsten, Link habe ich jetzt nicht in der Beschreibung. Sucht einfach nach Topaz Photo AI. Ich weiß jetzt auch nicht, wie die Preise sind, aber ich kann es auf jeden Fall wirklich empfehlen. Das soll schon gewesen sein. Abonnieren, liken, teilen, kommentieren. Bis zum nächsten Video. Bye bye und ciao.